City EDC Dump. Also ich zähle nicht den Rucksack, sondern nur was ich am Leib habe, in der kleinen Tasche. Hier sind die Dokumente, Reisepass drin, das binde ich mir normalerweise auch im Bauch. Und jetzt mache ich den Rucksack. Kamera ist in der Hand von der besten Kamerafrau der Welt. Das habe ich dabei. Bis jetzt das Campingmesser von Herberts. Sehr wichtig, hochprozentige Sonnencreme. Etwas zu trinken. Ich habe da hier eine kleine Kantine. Kann man gut was auch schöpfen, wenn man will. Eine kleine Flasche Paracord. Sollte ich jemals was Größeres kaufen, um einen Rucksack zu binden? Den Gebetsteppich? Nee, nur ein Witz. Bisschen Orientierung, Mini-Kompass, Pfeife, wer weiß. Und den Kompass kann man ganz gut auch benutzen, mit Hilfe dieser Touristenkarte, die man hier kriegt. So, ansonsten Telefon habe ich noch dabei. Man kauft sich hier eine SIM-Karte, so eine Prepaid-SIM-Karte, ein Erste-Hilfe-Set. Hier, Erste-Hilfe-Set, direkt griffbereit. Kleines, das habe ich noch aufgestockt mit, mit Kohletabletten. Das sind meines. Taschentuch. Taschentücher. Ja, also alles mögliche, was man halt so in den Taschen hat. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer habe ich, also wir sind immer hier dabei. Kopfbedeckung, ganz wichtig, dass der Hals bedeckt ist. Ja, das ist mein EDC. Und wenn ich in die Kontrolle komme, dann ist es in der Regel so, dass Sie das dann sehen. Das ist nicht fest, silber, es ist klein, es sieht nach Camping aus. Bis jetzt habe ich keine Kontrolle, keine Probleme damit gehabt. Also, danke für diese super Challenge. Und dass ich dir ein bisschen etwas anderes EDC zeigen kann. Und weil du auch Uhren magst, halte ich noch mal kurz meine Dings in die Kamera. Ich hatte mich gestern geduscht, habe den Paracord-Armband abgemacht, das wäre normalerweise auch noch dabei. Ah, noch was. Schadet nicht, so ein bisschen so ein feuchtes Tuch zu haben, um sich mal die Hände zu sanitieren, beziehungsweise so einem Handsanitärer, also so ein Gel oder so ein Zeug, wo man die Hände quasi desinfiziert. Meine Frau ist auch immer auf Top der Line, was Hygiene angeht. Also gut, danke für die Challenge, mach's gut und schöne Grüße von Jerusalem.